Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Pocket Edition. Ja, einige hatten es nicht gewünscht, deswegen mache ich das jetzt. Das ist ein gesprochener Nachkommentar, da die App den Sound echt schlecht aufgenommen hat. Total Stimmverzerrung und so weiter. Auf jeden Fall, ja, da seht ihr so ein bisschen, wie es aussieht. Es gibt neue Blöcke ja auch jetzt, weil es gab ja vor kurzem ein Update. Da wurde aber scheiße hinzugefügt, aber das kommt noch später. Und ja, wir können ja erstmal hier zusehen, wie ich Minecraft Pocket Edition Spieler. Erstes haben wir schon mal einen Block, einen Wollblock, ja, den platziere ich gleich aus Versehen. Und wir killen natürlich jetzt erstmal das Schwein. Auch wenn Essen total sinnlos ist, werde ich auch später noch feststellen. Ja, das Schwein wurde gekillt. Und ja, also, das Projekt Minecraft The Island ist erstmal pausiert, da Titancrafter jetzt in Urlaub fährt und wir nicht zum Aufnehmen gekommen sind weiter. Lag einmal an mir, aber großteils bei ihm. Also dafür kann er ja auch nicht wirklich was, wenn deine Eltern was dagegen haben. Da gucke ich gerade auf Seeds droppen. Oh, doch, Seeds droppen. Wieso habe ich die nicht eingesammelt? Habe ich in dem Moment nicht gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ich habe jetzt eine App gefunden, wo man mit dem Handy aufnehmen kann, ohne sein Handy zu routen. Und bloß die Stimme ist halt nicht gebrauchbar bei dieser App mit Sprachaufnahme. Ich werde es beim nächsten Mal auch lassen, damit ich schneller ans Video rankomme, weil dadurch wird es ja kleiner. Diesmal war halt ein Versuch, ob es mit Sprache geht. Da kommentiere ich lieber nochmal nach. Auf jeden Fall, da fahren wir gerade Holz. Werden auch massig kriegen. Und ja, auf jeden Fall wird jetzt halt Pocket Edition vielleicht ein paar mehr Folgen kommen, wenn in den Kommentaren auf Gutes, also da positiv bewertet wird und in den Kommentaren das gewünscht wird, wird auch mehr Pocket Edition kommen. Aber ich denke mal eher PvP in der Zeit, 2 Wochen jetzt. Also in den nächsten 2 Wochen wird circa kein Minecraft, vielleicht ein bisschen länger auch, Minecraft The Island kommen, wegen Titancrafter. Er hat mich gebeten, dass ich das pausiere so lange. Habe ich ihm gesagt, ist okay. Aber es natürlich ein bisschen doof ist, aber okay. Kann auch nicht ändern. Auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Mehr PvP, vielleicht mal sogar eine Folge, wie ich programmiere und das euch erkläre und so ein bisschen. Oder, ja, was genau ihr wollt. Vielleicht wieder Banished. Wird auf jeden Fall auch noch kommen. Wieder jetzt in den 2 Wochen. Und ja, da haben wir noch eine Welt, die wir weiterspielen wollen. Und, ja. Lasst euch ja mal überraschen, was noch so geschehen wird. Ich sehe, dass wir gerade bei 2 Minuten 50 erst angekommen sind. Und ich weiß kaum, worüber ich jetzt gerade hierbei reden soll. Das war Minecraft Vanilla auf dem Handy. Ach ja, agario.io. Also agar.io, Agario, wollte, dass ich es auch mal let's playe. Ich kann es auf dem Computer und auf dem Handy let's playen letztendlich, weil, wie heißt es, auf dem Handy gibt es eine App jetzt seit neuestem dazu, die ist zwar ein bisschen von der Steuerung ein bisschen zu schlecht konfiguriert, also man ist viel zu schnell, bewegt man sich um die Ecken und so weiter, man kann nicht wirklich lenken, mit der Maus ist es deutlich freundlicher, weil wäre ja vielleicht auch mal ganz interessant, das vom Handy aus zu sehen, ne? Wie sich das da spielt. Auf jeden Fall, ja, da seht ihr ja, wo ich meinen Finger raufpacke. Das dürfte übrigens auch ein Video mal sein, was 1920 zu 1080 hat. Voll und ganz. Denn, ja, wie ihr seht, das Video dürfte bloß auf 30 Fraps runtergerendert werden, sonst wäre es auch ein 60 Fraps Video, fällt mir mal gerade so auf. Ich glaube, ich speichere den Audiokommentar, wenn ich ihn nutzen kann, versuche ich mal über Premiere zu rendern. Oder nee, ich wird in 30 Fraps mal sein. Das nächste Video, was ich auf dem Handy aufnehme, wird in 60 Fraps auf sein. Ich habe halt ein Handy, was relativ gute Verarbeitung hat. Und ja, das heißt, freut euch, wenn ich das nächste Pocket Edition Video mache oder das nächste Agario Video vom Handy aus. Habt ihr auch wieder vollen Bildschirm, so wie jetzt. Und vielleicht sogar 60 Fraps. Ja, da bin ich aus Versehen aufs Menü gekommen. Mit meinem anderen Finger. Mit einem anderen Finger. Auf jeden Fall. Ja. Wir sind jetzt schon bei 4 Minuten 41 angekommen. Tja, ja, auf jeden Fall wird jetzt halt auch andere Sachen kommen. Ab heute wird circa 2 Wochen lang dann kein Minecraft The Island kommen, weil wir gestern leider nicht mehr die Zeit hatten im Aufnehmen. Am Mittwoch ist bei mir was dazwischen gekommen, wegen meiner Mutter. Und davor ist halt immer bei Titancrafter was dazwischen gekommen.
weshalb wir halt keine Folgen vorproduzieren konnten. Was natürlich dann wichtig gewesen wäre, wenn er in Urlaub fährt. Da kann man ja auch nicht ändern. Bei ihm sind ja auch noch keine Folgen erschienen auf dem Kanal, was ich auch nicht so super finde. Sollten zeitgleich veröffentlicht werden, hatte ich ihm auch gesagt. Aber, wie heißt es? Ja, ist ja seine Sache, wie er es macht. Ich bringe halt regelmäßig Videos, einmal pro Tag, vielleicht auch jetzt in den Ferien durchaus wieder mal zwischendurch zweimal pro Tag. Ja, nächste Woche Mittwoch kriege ich Zeugnisse vom Fachabi. Ich mache ja Fachabi, Fachhochschulreife heißt es richtig, im Fachbereich Elektrotechnik, wie einige wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Und ja, das ist ja jetzt das Ende. Dann sind 6 Wochen Sommerferien und dann geht's ins zweite Jahr. Und wenn ich das fertig habe und bestanden habe, habe ich ein Fachhochschulreife und kann dann studieren. Ich will ja Elektroingenieur werden. Wissen wahrscheinlich auch schon viele, die ein bisschen länger dabei sind. Und ja, vielleicht, weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht wollt, dass ich für die 2 Wochen versuche, die alte Minecraft-Welt von Aquarium Skies weiterzuspielen. Auch nebenbei. Oder eine neue Welt anfangen soll mit vielleicht anderen YouTubern. Schreibt es dann vielleicht denen auch in die Kommentare, dass sie mit mir vielleicht im Aquarium Skies eine neue Staffel oder so anfangen sollen aufzunehmen. Wegen Server und so weiter ist kein Problem. Das wisst ihr ja auch. Ich habe einen Server, über den das immer läuft. Darüber läuft ja auch The Island. Darüber wird auch der Community-Server von Minecraft International laufen nachher. Also am Anfang. Bis er auf dem eigenen Bein steht. Ja, da sammle ich jetzt gerade Pilze ein. Hätte das Holz mal noch nicht alles verkraften sollen, aber ja, dadurch haben wir halt keine Kohle. Und ja. Wenn wir halt weiter Pocket Edition ein bisschen aufnehmen, wird es auch in dieser Welt sein, die ich jetzt angefangen habe. Und ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich glaube, ich packe da ja unter Musik. Natürlich noch, weil sonst ist es ein bisschen langweilig. Ja. Dann. Nachkommentieren fällt immer ein bisschen relativ schwer, weil es ja leichter ist, während man das Spiel über irgendwas zu reden, was auch im Spiel zu Themen ist. Und später erinnert man sich daran nicht mehr. Aber ja, ich werde es trotzdem machen, über Handy auch aufnehmen, wenn ihr es wünscht, weiterhin. Und ja, ich hoffe, das wollte nicht mal eine Pocket Edition Folge machen, die freut es. Sehe ich. Und ja, Ach ja, meine Website, die funktioniert auch wieder. Ich habe es gestern irgendwie hinbekommen. Und was zu machen, dass es funktioniert. Übrigens, ich nehme die Folge und kommentiere die Folge auch am selben Tag, wie sie veröffentlicht wird. Ja, mache ich. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass ein bisschen Nachrichten nur erst veröffentlicht wird, je nachdem, wie YouTube das macht. Und wie schnell mein Rechner es dann rendert. Das ist jetzt 14:25 Uhr. Könnte auch ein paar Minuten natürlich früher kommen, wenn YouTube die schneller veröffentlicht. Ich meine, schneller hochlädt. Und ich das nicht schaffe, innerhalb von einer Stunde vorher das hochzuladen. Könnte es durchaus sein, dass es eine halbe Stunde auch vorher kommt, rein theoretisch. Heute mal, aber ja. Lasst euch einfach überraschen, ihr wisst es ja dann schon. Ich weiß es noch nicht. Wäre ja auch komisch, wenn ich schon vorher wüsste. Und ja. Ach ja, mir fällt gerade so ein Thema ein. Minecraft Story. Habt ihr schon gehört, dass Minecraft bald eine Story bekommen soll? Die natürlich nicht Pflicht ist, aber zusätzlich halt gibt. Wie findet ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht können wir ja mal in weiteren Folgen darauf weiter eingehen und so ein kleines Gespräch entwickeln. Ich gehe auch übrigens jetzt, habe ich vor mir vorgenommen, in den Folgen, wenn ihr Fragen in die Kommentare stellt, werde ich in den Folgen vielleicht auch darauf eingehen. Hängt ab, was für Fragen das sind. Aber grundsätzlich werde ich auch auf Fragen eingehen, wenn ihr die mir stellt. Da haben wir ja gerade den anderen Pilz ab. Dürft ihr schon eine Weile sehen. Ja, für die Leute, die es noch nicht wissen, letsplayer.de ist die IP von meinem Teamspeak und auch von meiner Webseite. Und ja. Dann mal sehen. Auf jeden Fall. Craften ist da gerade eine Pilzsuppe. Yep. Da gucken wir, was wir noch craften können.
Sind jetzt natürlich schon bei 10 Minuten angekommen von 15:27. Und ja, ich programmiere auch zwischendurch wieder weiter an Plugin, was Lucky Blocks Battle heißen wird. So wie halt auch das wird so ablaufen nach das Minispiel, wie halt ihr es von meinem Kanal kennt oder auch von Tom Shuffle und Hardy. Für die sind ja größere meine Videos davon, werden wahrscheinlich noch nicht so viele gesehen haben von euch auch. Aber ja, auf jeden Fall, das gibt's auch. Paar Folgen auf dem Kanal von mir, Lucky Blocks Battle. Schaut mal rein, wenn ihr mehr wollt, schreibt es ruhig auch in die Kommentare. Dann suche ich Leute, die mit mir das machen wollen. Und setze wieder einen Server auf. Gerne auf auch von euch selbst gebauten Maps, wenn ihr die mir einsendet. Und ja, halt, wir werden auch eigene Maps noch bauen dazu, und auf dem Map wird auch das normale Lucky Blocks Battle, habe ich mir vorgenommen, werde ich versuchen zu spielen. Aber grundsätzlich erstmal, ja, da haben wir jetzt gleich Stein. Aber grundsätzlich erstmal wird es dann halt nur das Plugin geben. Und wenn wir das Plugin haben, fertig, dann werden wir, wie soll man sagen, wenn wir das Plugin fertig haben, das Lucky Blocks Battle Plugin, das Server veröffentlicht ist, werde ich auch, also zum Beispiel Tom Shuffle und so, mal sozusagen als Challenge schreiben, dass sie mal auf den Server gehen sollen und das spielen sollen und da halt versuchen zu gewinnen und so weiter. Auf jeden Fall, das soll halt genauso werden, wie ihr das davon kennt. Und ja, das war nicht so schlau, die Treppe abzubauen mit. Aber auf jeden Fall soll es halt genauso werden. Jump-Run-Plugins schreibe ich auch gerade. Bis jetzt habe ich eigentlich nicht wirklich Spiel-Plugins geschrieben, sondern eher so administrative Plugins. Also einmal ein Lobby-Plugin, was halt so die Lobby so ähnlich wie bei Gomme macht. Also Gomme HD, die kennt ihr ja. So ähnlich wird es sein da, die Lobby. Denn habe ich ein Plugin geschrieben, womit man Location setzen kann. Also halt Home-Punkte, weil ich finde Essentials das mit eines der schlimmsten Plugins überhaupt für Admins. Weil für die User ist das egal, weil die können die Kommentare die anderen ja eh nicht verwenden. Haben dafür durch nette Befehle, die sie verwenden können, wenn der ohne den freigibt. Aber für die Admins ist es scheiße, weil bestimmte Sachen man nicht mehr machen kann. Zum Beispiel, wenn sich jemand durch Uncheat etliche Items gescheatet hat, kann er sie nicht mehr durch Clear Inventory komplett clearen. Weil die Rüstung würde er anbehalten durch Essentials. Finde ich nicht so nice. Da schreiben wir lieber unsere eigenen Plugins dafür. Ja. Und vielleicht werde ich auch das mit dem Back machen. Aber ja. Werde ich noch sehen, wie ich es mache. Und ja, da craften wir. Oder suchen wir gerade, um was zu craften. Bestimmt. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, was. Ach ja, ich weiß was. Genau, jetzt finden wir es auch. Polierter Granit. Auf jeden Fall. Ja. Wird dann noch vieles im Plan sein, jetzt, wo Sommerferien sind, werden ja, also bald sind, werden jetzt auch hoffentlich ein paar Leute mehr bauen an den Maps, sodass die Maps auch fertig werden, weil wenn die Maps fertig wären, die Plugins fertig sind denn, und wir den Server richtig konfiguriert haben, geht der Server auch im Start. Dürfte also nicht mehr so allzu lange dauern, schätze ich mal. Und wenn der Server fertig ist, könnt ihr ja gerne raufjoinen, dann werden wir da auch sicherlich Minispiele und so weiter machen. Und ja, das zeige ich euch jetzt, das mit den Skins zurück zum Bildschirm, weil man es da nicht sehen kann. Eigentlich wäre die Folge jetzt zu Ende, aber ich zeige es euch mit den Skins, da seht ihr. Man kann halt nur Steve und Alex Benutzer definiert, kann man halt auch machen. Da gehe ich natürlich sofort zurück, wenn ihr nicht allzu viele Bilder sehen müsst, unbedingt, die ich auf mein Handy habe. Und da seht ihr halt die ganzen mit dem Schloss drauf, die kosten 99 Cent jeweils alle. Und das, obwohl man das die App gekauft hat. Ich habe die Vollversion von Pocket Edition, also die gekaufte. Und man muss erst wieder spielen. Nur Alex und Steve und die Benutzer definiert sind kostenlos.
Ja, und das war's für heute. Ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Let's Play war.